gerade erklärt. Wenn man La ilaha illallah sagt, das ist ein Dhikr, den kann man den ganzen Tag sagen. La ilaha illallah ist sehr vorzüglich. In einer authentischen Überlieferung, die Gelehrten haben umstrittene Ansichten. Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah ta'ala sagt, dass sie authentisch ist. Sagte Musa zu Allah subhanahu wa ta'ala, ja Allah, berichte mir von einem Dhikr, wo ich deiner gedenken kann. So sagte Allah zu Musa, ja Musa, sag, La ilaha illallah. Dann sagte Musa, ja Allah, ich will ein Dhikr haben, von dem ich mich von den Leuten unterscheide, denn jeder sagt La ilaha illallah. Dann sagt Allah Azza wa Jalla zu ihm, ja Musa, sag La ilaha illallah. Denn weißt du nicht, dass wenn die Himmel und die Erden und was dazwischen ist, auf einer Waagschale liegen und La ilaha illallah auf einer anderen Waagschale, so überwiegt La ilaha illallah. Allahu Akbar.